Was geht ab, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 7, das DLC Nerdy Hero. Wir hatten jetzt in der letzten Folge, sind wir da stehen geblieben, dass wir auf jeden Fall gar keine Munition mehr haben, dass wir diese ekligen Krabbelfiecher mit einem Messer erlegt haben und draufgetreten haben, und auf jeden Fall haben wir sie direkt getötet. Und wir haben, ich sehe gerade, dass bei rechts bei meiner Faust das schon ein bisschen in die Scheibe eingeschlagen ist. Na, was hat das zu bedeuten? So, wir haben hier vier Zellenschlüssel. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie langsam ich einfach nur bin, das gibt es doch nicht. Was haben wir denn hier? Endlich haben wir ein bisschen Munition gefunden. So. Okay, dann müssen wir das gleich mal auffüllen, würde ich sagen. So, gucken wir mal, ob wir noch weitere Kisten haben. Was ist das hier? Arznei! So, Arznei können wir auf jeden Fall auch benutzen. Wie ging das auf? Hier ging es auf. Und benutzen damit. Bam! Haus rein, Chris! Jawolle! So, super, er hat es auf jeden Fall hingekriegt. Okay, es steht immer noch dort. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein paar Kisten. Wir müssen unbedingt noch ein bisschen Munition sammeln. Wir haben nämlich gar nichts. Ah, guck mal an hier. Antike Münze entdeckt. Freut mich sehr. Hier haben wir auch nichts, hier haben wir auch keine Kiste. Schade, dass wir keinen Taschenlampe haben. Ich muss ehrlich sagen, oh, guck mal an, hier, Pistole, Munition ist vorhanden. So, wir brauchen definitiv einiges. Das ist natürlich so ganz beschissen versteckt, ey. Man kann es. Oh, hier, guck mal. Ein Zahnrad. Was ist das hier? Granaten, das ist die Granaten, hatten wir auch noch gehabt. Habe ich völlig verrasselt. Ich möchte mal ehrlich sagen, nicht direkt die Granaten wegknattern. Hier haben wir noch Pistolenmunition. Ah, einiges an Pistolenmunition haben wir hier rumliegen. Gott sei Dank haben die Entwickler daran gedacht. Ich habe ehrlich gesagt, dass wir. Was ist das? Kurbel! Und? Nervengiftgranate. Sehr, sehr cool. Was haben wir hier hinten noch? Gar nichts. Okay. Wir haben ja auch nichts mehr. Wir brauchen eine Kurbel. Die Kurbel, die haben wir auf jeden Fall jetzt hier dran, würde ich mal so sagen, wo ich stehen geblieben bin. Da! Da! Guckt's euch an! Hier! Hauen wir die Kurbel rein! Kurbel nutzen! Kurbel drehen! Das ist schon besser. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Oh, what the fuck! Ach du Scheiße, ist der fett. Warum spiele ich in der Zeit immer nur Spiele, wo fette Leute in meinen Stream reinkommen? Und bei Let's Plays. Wow, ist der schnell! Und ich häng fest! Ja! Ich häng fest! Das ist so ein Typ, der mich hier voll kotzt, oder? Er sieht so aus, als ob er kotzen würde. Wow, lauf, 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 lauf! Der ist ultra fett und schnell! Ziel nicht bestätigt. Hohe Regeneration. Ach du Scheiße, hohe Regeneration. Also bringt es überhaupt nichts. Hier. In irgendeiner Ausweise. Lauf! Boah! Ja, und jetzt erstmal ab von dem Vieh. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich denke mal, Zellenschlüssel. Das Geräusch an dem Hintergrund ist ja ultra ekelerregend. Wir machen jetzt erstmal hier lang. Und mal schauen, ob wir dort noch ran können. Anscheinend nicht. Hier ist nichts, da ist nichts. Verfolgt er mich eigentlich? Kann mich eigentlich gar nicht verfolgen. Ich hab hier, bin jetzt definitiv in einer anderen Zone drin. Also, wir haben definitiv einen Zellenschlüssel gefunden. Das heißt, wir können meinen Compadre befreien. Mann, oh Mann, ey. Sehen wir, unser Puls zeigt uns an, wie viel wir aushalten, wann wir sterben. Ich denke, wenn er im kritischen Bereich ist, Rotbereich ist. Dann war es auf jeden Fall. Es sind übelst die Eier und Spinnweben und Schmodder. Bäh. So, mein Freund, ich hab dich. Bro, geht's dir gut? Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was?
Mist. Shit. Den Filter von meiner Maske. Schnell. Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Wow. What the fuck? What the fuck? Was soll ich machen? What the fuck? Oh no, es tut mir so leid. Oh shit. Was ein Bastard. Gut, das ist alles ekelhafte Maschine. Mit irgendwelchen ekligen Messer dran geschraubt. Nicht mal professionell, Bruder. Damit es hier auf jeden Fall ein bisschen Scheren und Skalpelle und all sowas. Wie kommen wir jetzt hier raus? Achso, ich kann ganz normal rausgehen. Na klasse. Kann ich ihn irgendwie wegdrücken? Das ist da hinten gerade? Ne, irgendwie nicht. Aber hier können wir nach hinten laufen. Das ist schon mal cool. Bah. Erstmal dagegen geschossen, erstmal wieder Munition verbraucht. So muss das machen. So muss ich das immer machen. Ja, mir gar nichts. Ist das auch nichts? Aha, aha. Oh Mann, ey. Was hätten wir denn da machen können, ganz ehrlich? Ich meine, das ist auf jeden Fall eine billige Konstruktion. Das Problem ist, man hätte höchstens hochspringen können und ein bisschen nach hinten kriegen können oder sowas. Na, naja. Achso, jetzt hat er ja komplett alles infiziert. Natürlich sehr ätzend. So, wir brauchen weitere Schlüsse. Wir müssen wieder nach oben gehen zu unserem Schwabbelfieh. Der kann sich auf jeden Fall immer wieder regenerieren, das ist nicht so cool. Air clear. Luft gereinigt. Oh Mann, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt hier auf jeden Fall machen soll. Ich meine, ich hatte jetzt eine Mission gehabt, den Typen zu retten und es ist auf jeden Fall mir missglückt. Ich habe ihn nicht retten können. Haben wir jetzt eigentlich immer noch den Schlüssel? Nee, diesen Schlüssel haben wir nicht mehr. Na, ja. Ah, da ist unser fetter Bruder. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo hier an der Seite noch was... Oh, er rennt mir hinterher! Er rennt mir sofort hinterher! Wow, wie scheiße schnell ist er denn? Wie fucking schnell ist der Typ denn bitte? Er ist ultra fett! Er kann doch gar nicht so schnell sein! Ich bin ein durchtrainierter Soldat! Und der Dicke rennt mir hinterher und kriegt mich sogar noch! Jetzt hab ich auch keinen Schlüssel. Wir rennen jetzt hier einfach weg. Gucken mal, ob wir nochmal unten irgendwas machen können. Ich kann mir im Endeffekt nicht vorstellen, dass jetzt hier oben erstmal weitergeht. Aber guck mal, hier geht's auch noch lang. Aber hier ist ja gar nichts. Verdammt nochmal, hier ist einfach nichts. Wir gehen nochmal runter. Wir gucken mal unten. Vielleicht können wir irgendeinen Schlüssel mitnehmen oder sowas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sehr ekelhaft. So, hier unten ist auf jeden Fall schon mal die komplette Luft kontaminiert. Das heißt, zumindest weiß ich nicht, was das heißt. Also, dass wir auf jeden Fall jetzt immun sind gegen diesen ganzen Müll. So, wir gucken jetzt nochmal hier. Okay. Wir speichern hier erstmal. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, erstmal speichern. Oh shit, ey. Inhalte werden gespeichert, bitte schalten das System nicht aus. Würde ich nicht machen. Wenn wir jetzt hier in das Dunkle reingehen, einfach so, ohne Nachtsichtgerät,
glaube, da haben wir auf jeden Fall sehr schlechte Karten, wenn wir gar nichts finden, oder? Was haben wir denn hier? Eine Granate? Hier brauchen wir noch die Coins. Gut. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hinter. Da können wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen länger atmen. Und ich. Oh, guck mal, hier ist auch noch eine Tür. Oder sind wir hier schon durchgekommen? Ich glaube, hier sind wir durchgekommen, ne? Sind wir hier durchgekommen? Ich glaube, hier sind wir lang gekommen. Ah, genau weiß ich es leider nicht. Na genau, hier sind wir lang gekommen. Komm, Digga, zurück! Ja, voilà! Und noch eins. Ja, ich habe es geschafft. Okay. Gut, den Rest drücken wir auf. Okay, hier waren wir doch noch nicht. Ich finde das Clownsgesicht sehr cool. Sieht sehr, sehr cool aus und düster vor allen Dingen. Ich denke mal, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Hier brauchen wir einen Schlüssel und hier können wir bestimmt durchgehen. Bitte. Okay, hier können wir durch. Ich glaube, das springt mich an. Ich weiß auch nicht so genau. Wir müssen noch irgendwie gucken, ob wir ein bisschen Munition bekommen. Hier haben wir nichts. Schon mal gut, da können wir definitiv weitergehen. Hier geht's weiter. Hier können wir bestimmt nichts aufmachen. Wir brauchen wieder Schlüssel. Ja, verschlossen. Ich habe das Gefühl, dass mir gleich so ein Vieh wieder entgegenkommt. So ein dicker nicht, aber mehrere schneller. Du hast eine Granate. Ich würde sagen, wir benutzen jetzt mal eine Granate. Weil die haben wir jetzt einige. Und er lebt immer noch, ne? Chris, die neue weiße Variante ist extrem widerstandsfähig. Normale Munition reicht nicht. Was schlägst du denn vor? Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Ist es denn ernst? Ich brauch Ramrods. Was soll denn das sein? Wo soll ich denn das herbekommen, Mann? Frau, erzähl mir das doch mal. Ich brauche Ramrods. Wir müssen mal gucken, ob wir woanders lang gehen können. Oh Mann, ey. Nur Scheiße hier. Ach du Heiland. Da sind wir jetzt hier voll der Soldat, ne, und haben nichts, um hier irgendwas entgegenzuwirken. Und vor allen Dingen, wir kommen mit übelst wenig Munition hier in diese Mission rein. Das muss ich euch mal vorstellen. Mit mega wenig Munition geht's hier voran. Sinnlos. Echt. Ich glaube, da hinten ist noch eine Schacht oder sowas. Nee, doch nicht. Muss mal gucken, wo wir hier oben rein. Oder wir können nicht hoch, oder? Können wir nach oben? Wir können nicht mal nach oben. Aha. Shit. Wir müssen jetzt irgendwie klarkommen. Also hier in dieser... In diesem grünen Tor können wir nicht weiterkommen, weil wir den Typen nicht killen können. Dann haben wir hier was, was uns überhaupt nichts bringen wird. Hier brauchen wir ein Nachtsichtgerät, das wir auch nicht besitzen. Unsere Chancen stehen sehr gut. Hier können wir uns Arznei holen. Steroide, ja, Steroide, was ist das hier? War nochmal das, Stabilisierer, erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Sehr, sehr cool. Also heißt es, wir müssen zu unserem Schwabbelboy. Aber, ob es das bringen wird, ist sehr fraglich. Hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Hier können wir speichern. Hier können wir nochmal hochgehen, oder? Können wir hochgehen? Hier können wir hochgehen. Was bringt es nicht viel? Ich denke mal, das ist dann erst aktiv, wenn wir den Schlüssel für dieses Clownsgesicht finden werden. Okay, da gehen wir jetzt nochmal hier rein. Es nützt nichts, meine Freunde. Wir müssen hier lang. Wir müssen den Fetten besiegen. Ah, der braucht auch irgendwelche krasse Munition.
Das ist ja bösartig. Und sehr, sehr bösartig. Gucken jetzt hier nochmal rein, ob wir hier irgendwas finden werden, aber ich denke mal ja weniger. Nee, hier ist nur Gülle, Therme, sonst nichts. Mein Kumpel, den ich versagend nicht geholfen habe. Unsere Aussichten sind sehr, sehr schlecht, meine Lieben. Okay, gut. Wir müssen zu unserem Fetten runter, zu unserem guten Kumpel, dicke Kumpelblase. Die Luft ist geklärt. Aber dort geht's auch irgendwie weiter. Aber wir hatten noch... Ne, wir haben keinen Zahnrad mehr, wir haben gar nichts mehr. Ein Brief, der Umbrella neue Ziele erläutert und ein Dokument, das die Operation Launde forscht, beschreibt. Naja. Müssen wir jetzt noch nicht lesen. Das Ziel haben wir am Anfang schon gekannt. Jetzt kommt gleich mein Dicker. Und er rennt mir übelst hinterher. Kommt der hier hinter? Kommen wir hier hoch? Guck mal, können wir uns vielleicht verstecken? Nein, wir können uns nicht verstecken! Wir können uns nicht verstecken! Immer dran kurbeln? Nein, können wir es nicht. Ha. Was machen wir denn jetzt mit unserem dicken Kumpel? Wir müssen definitiv für irgendwas wahrscheinlich hinschieben, aber... Aber was? Wir müssen ja unsere Kumpelblase. Da unten irgendwo. Da hinten läuft er. Verdammt ich nochmal, was haben wir denn hier in der Nähe, was wir jetzt damit machen können? Eigentlich gar nichts. Zumindest sehe ich es einfach nicht. Na, schön. Munition verbraucht, super. Ah! Wir noch was hochkuppeln oder so? Nee, auch nicht. Ich habe keine Ahnung, meine Lieben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, der Dinge kommt, der kommt, der stampft und er ist fett und er hat einfach keinen Bock, mich mal in Ruhe zu lassen, dass ich in aller Ruhe suchen kann. Genau, das ist nämlich das Problem. Wir können wahrscheinlich sehr einfach hier irgendwas finden, aber diesen Druck, dass es das Vieh hier begegnen wird und uns killt, lässt uns nicht ordentlich suchen. Ich denke, wir müssen hier irgendwas schieben. Ich habe das Gefühl, dass wir das dann sogar schieben müssen. Wir suchen es einfach mal. Hier ist irgendwas in Ketten, aber... Ich glaube, ich kann ihn nicht töten. Ich kann es versuchen, aber ich glaube eher weniger, dass der mich lässt. Oh, er rennt mir immer noch hinterher! What the fuck, was kann ich denn mit den Dicken jetzt hier machen? Ich kann ja bloß mal meine ganze Munition in hier reinknallen. In der Hoffnung, dass es was bringt. Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich mit ihm machen soll. Muss er irgendwas mit wegdrücken oder muss er irgendwie... Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was könnten wir mit diesen fetten Burschen anstellen?
Außer dass sie mir sehr mega krass hat, er spiked! Das ist halt krass, dass du schätzt, ich höre ihn halt mega, wie nah er kommt. Das ist übelst geil. Wir müssen irgendwas hier machen, aber ich weiß nicht was. Ich habe das Gefühl, dass wir das einfach rumschieben müssen. Aber ich kann auch völlig falsch liegen. Der ist ultra hässlich. Guck dir das mal an. Okay, ich bin fast tot. Ah! Tja, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich bin völlig überfragt. Ohne Mist. Ich bin absolut überfragt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Mama Moldet kann nicht mit normalen Angriffen getötet werden. Halten Sie Abstand, während Sie Ihre Erkundung fortsetzen. Na! Knarf! Mann! Shit! Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Typen machen soll. Na, ich bin hier gelandet. Na, ich denke mal, ich versuche jetzt mal. Gut, ne. Zeit ist auf jeden Fall um, meine Freunde. Auf jeden Fall war die Folge sehr interessant, wieder mal. Zumindest für mich interessant, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr es gut findet, das Spiel, oder weniger, oder ob ich scheiße einfach bin. Gut, alles klar. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis später.